Ach Leute, das ist noch eine andere Kameraperspektive, weil wir gerade hier im Monitor sind. Egal, wir probieren heute das beste Essen vom besten Restaurant in Duisburg bei uns, in der Umgebung. Ja. Das Problem ist jedoch, wir haben hier 4 Stück, die alle eine gute Bewertung haben. Aber wir nehmen das, was ganz oben steht. Das Ding ist, stopp. Der hier ist voll gut, weil ich meine, man kann sich ja Bewertungen kaufen, ne? Und ja, ich denke, man kauft sich so viele, Stück. Das ist doch voll teuer, oder? Ja, deswegen ich glaube, also ich glaube, die könnten, ich nichts gegen diesen Laden jetzt, aber ich glaube, so mit 100 oder so könnten gekauft sein. Natürlich, Online-Bewertungen sind immer ein bisschen kritisch, Leute. Ja, Leute, wir suchen uns jetzt hier ein paar Gerichte aus, so von allem ein bisschen, würde ich sagen. Natürlich hier nichts, was mit Schwein zu tun hat, ne? Aber wir suchen uns jetzt von allem ein bisschen was raus. Bestellen das und probieren das gleich einmal und sagen euch dann, wie es schmeckt, ob es wirklich so das beste Restaurant ist, was wir hier in der Umgebung haben. Und ob es funktioniert. Wir lesen uns erstmal die Bewertung durch. Ja, hier steht ja fantastisch Essen, das Schnitzel war sehr lecker. Dann bestellen wir uns gleich auch eins, würde ich sagen, aus Pute kann man dazu wählen. Die Lieferwohlschnitzel war wie immer freundlich, sehr gut. Steht hier noch was? Essen wie immer, leider fehlt die bestellte Jägersoße. Das ist natürlich nicht so gut. Deshalb eigentlich ansonsten alles gut. Wir nehmen hier das Schnitzel, natürlich aus Putenfleisch mit Pommes. Ne? Aber sollen wir noch eine Bratkartoffel dazu nehmen? Oder eine Folienkartoffel? Ich hab Bock auf eine Bratkartoffel. Mit oder was eine Freund? Was eine Freund? Ich hab Angst, dass das Speck bei ist. Manche machen das mit Speck. So, deswegen drauf, so als genau. Ding, ne? So deswegen als nehmen wir Folienkartoffeln noch. 18. Leute, das ist schon teuer, ja, ne? Das für ein Schnitzel mit Pommes und Kartoffeln ist das schon ein bisschen teuer. Aber für ein gutes Restaurant zahlt man gerne ein bisschen mehr. Aber wenn etwas schnell ankommt, ist das nicht eigentlich so ein bisschen negativ, weil das dann vielleicht nicht so frisch ist. Ja, das kann man schon sagen. Egal. Salate nehmen wir nicht, würde ich mal sagen, ne? Für den kleinen Hunger, wir haben keinen kleinen Hunger. Hier ist viel Schweinefleisch, Rinderleber. Magst du sowas? Nein. Sollen wir es trotzdem mal? Wir müssen noch ein paar Sachen bestellen halt, ne? Die braucht Spaghetti. Ein Burger ist immer gut. Big Angel Cheeseburger. Schnitzel haben wir schon. Cheeseburger haben wir noch dazu genommen. Schnitzel haben wir schon. Okay, sind noch mehr Schnitzel. Sollen wir noch ein zweites Schnitzel nehmen? Ein Riesenschnitzel. Hätten wir mal das Riesenschnitzel genommen. Boah. Guck mal, wie viel Gramm? Hier, guck mal, Leute, daran erkennt man auch ein gutes Restaurant. Sie haben nicht viel. Ein gutes Restaurant hat niemals eine Karte mit 200, 300 Gerichten. Mhm. 50 Gerichte, 60 Gerichte, wie man hier sieht, das reicht alle Male aus. Ich glaube, wir nehmen einfach ein paar Schnitzelarten noch, ne? Hawaii-Putenschnitzel. Ananas-Preise. Bären und Käse. Kilo, das hört sich geil an. Aber ich mag, ne, das kannst du Dann nehmen wir einmal Kroketten, okay? Boah, Kroketten ist immer so eine Sache. Entweder schmecken die komplett geil oder gar nicht, ne? Wir brauchen noch eine Sache, John. Ich würde sagen, wir nehmen trotzdem einmal die Wurst. Siegerländer Christian, was ist das denn? Guck, Christian. Aufgeröstete Brot mit Spiegelei, what the fuck? Was ist das denn? Folienkartoffel. Oder wir nehmen hier die Folienkartoffel raus und nehmen hier einmal die Folienkartoffel. Mit Pustbrot. Mit Rinderfiletstreifen, würde ich sagen. Guck mal, Leute, wir ändern das hier einmal um. Die Folienkartoffel mit Rinderfiletstreifen. Okay, Jim, der Experte. Das probieren wir jetzt alles einmal, John. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Gerichte. Also eigentlich 4 Gerichte, also für 4 Leute. Wenn das jetzt für 4 Leute wäre, das ist eigentlich okay, würde ich sagen. Finde ich auch, für ein gutes Restaurant ist immer gut. Ja, also für ein gutes Restaurant ist das eigentlich sogar günstig. Ja. Also wenn es richtig krass schmeckt, dann ist es wirklich günstig. Aber wenn es halt so, ich meine, ihr könnt auch so für 30 Euro, 20 Euro essen gehen, aber dann wird es halt auch nicht so gut schmecken. Wir bestellen das jetzt einmal und wenn das Essen da ist, wird einmal probiert und wir geben uns wir geben euch unsere Meinung dazu ab. Das Essen. Und ja, wir probieren es einmal. So Leute, das Essen ist bestellt. Ihr steht 30 Minuten, wenn es 30 Minuten dauert, müsst das Essen um 18.03 Uhr da sein. Sagen wir 18 Uhr, wir sagen euch gleich Bescheid, wie es läuft und ja, wir sehen uns, bis dann. So Leute, wir haben jetzt 18.20 Uhr, das Essen ist angekommen, 20 Minuten zu spät. Genau, 18.20 Uhr, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber sollte man sehen. Ja. Kann passieren, 20 Minuten ist nicht die Welt, aber stand ja auch schon in den Kommentaren, ein bisschen später, aber eine halbe Stunde ist schon wirklich knapp für ein Essen. War klar, dass es ungefähr eine Stunde dauern wird. Und wir würden sagen, wir probieren jetzt einmal alles, was da ist. Ich weiß mal, was ist, ne? Hier, dann nimm ich was, würde ich sagen. Oh mein Gott, sieht das gar nicht. Du wolltest Kroketten probieren, ne? Und ich habe hier... Was habe ich hier? Jetzt guck mal hier. Das hier ist mit Ananas und Heidelbeeren, wie das heißt. Meins ist mit Pommes und was war da drauf? Pfefferschnitzel. Jan, nicht, dass die Soße rausläuft. Oh mein Gott. Also ja, Pfefferschnitzel. Ich würde sagen, hier hast du eine Gabelpolette, hier hast du ein Messer. Wir probieren mal. Schnitzel. Also das Schnitzel an sich sieht richtig lecker aus. Ja, meins auch. Kroketten kannst du eigentlich nichts falsch machen, da gehen wir gleich dran. Aber Leute, ein Schnitzel mit Ananas und hier sind Heidelbeeren, sowas soll immer ziemlich lecker sein. Guck mal, das sieht voll clean aus. Boah, das sieht richtig lecker aus, John. Ich kann das jetzt nicht gut in die Cam halten, aber... Ich schneide jetzt einmal mitten durch.
weiß man einfach. Ich nehme von allem etwas. Bisschen von Ananas mit Käse überbacken. Und der Heidelbeere. Boah. Boah. Leute, das schmeckt extrem lecker. Die Schnitzel ist geil, aber die Soße ist nicht meins. Das Schnitzel, nicht die Schnitzel. Ja, das Schnitzel. Willst du mal hiervon was probieren? Mit Ananas und Heidelbeere. Jan, die Heidelbeere, ne? Die macht so viel. Oder was ist das? Johannes, keine Ahnung, wie das hieß. Doch. Ich glaube, das war halt, da stand Heidelbeere. Ja, schmeckt ähnlich wie eine Johannesbeere. Oh. Will man eine Krokette probieren? Krokette kannst du eigentlich nichts falsch machen, aber. Nicht fluffig. Die sind extrem fluffig, das sind gute Kroketten. Boah, lecker. Ich würde sagen, tauschen einmal unser Gericht. Ja. Die Pommes sind halt ganz normal Standard-Pommes. Warte, ich nehme mal mein Messer. Ich mag die Soße nicht, aber ich sag's so. Ich mag die Soße nicht? Nee. Und? Ist halt extrem Soße getrunken. Aber Leute, so ist das halt beim Pfefferschnitzel. Ich probiere jetzt auch einmal. Sehr pfeffrig. Ein bisschen ein Pfefferschnitzel. Ja, ich muss es mit Ananas essen, weil sonst kriege ich nicht den ganzen Geschmack. Ich mag es eigentlich auch nicht. Die Pommes, wie man es kennt bei Lieferpommes, sind halt schon etwas labbrig. Aber nicht so labbrig, sind noch ein bisschen knusprig sogar. Diese Schnitzel gefällt mir besser, ne? Also die hier finde ich besser. Das sind, glaube ich, die gleichen Schnitzel. Das ist übel groß, das geht darunter noch weiter. Davon wird locker eine Person. Ich habe ja über den Preis gemeckert, ne? Aber wenn du dir das anguckst, für diese Größe. Leute, der Schnitzel ist, ich zeige euch mal die Größe vom Schnitzel. Seht ihr das? Ist also extrem groß. Ist größer als zwei, die hier, glaube ich, gefühlt. Oder die sind gleich groß. Ich finde, hier passt der Ananas-Geschmack voll gut zu der Schnitzel. Die Leute sagen immer, auf Ananas passt kein Pizza, aber auf dem Schnitzel. Extrem lecker. Bock auf Krokette. Die Soße ist ein bisschen zu stark gewürzt, finde ich. Ja, die hat so sehr Pfeffergeschmack, ne? Das meine ich. Das ist nicht meins. Na, die Schnitzel ist halt lecker, ne? Kann man sich noch. Schnitzel ist lecker, aber Leute, das hier schmeckt viel besser. Meiner Meinung nach auch, wenn es Ananas ist, Leute, diesmal schmeckt es immer noch ein Stück. Ich hab voll Bock darauf. Und wir haben noch einen Salat dazu bekommen. Ja. Salat, was willst du da falsch machen? Ja, okay. Ich hab ein bisschen Dressing. Boah, das schmeckt sogar lecker. Oh nein. Was denn? Du weißt ja, ich hasse Mais. Ich hasse nicht Mais, ich hasse diesen Maisgeruch, diesen Mais aus der Dose. Das hat diesen Maisgeruch, deswegen mag ich das nicht. Wirklich? Das ist schwer. Das, was dazu gehört. Guck mal, hier hast du die vorige Kartoffel, die dazu gehört. Oh mein Gott, sieht das lecker aus, Stilche. Oh mein Gott. Zeig's mal rein. Das gehört damit zusammen. Muss ich das da reintun? Nein, ne? Ich weiß nicht. Also das sieht schon babahaft aus. Kann man nichts falsch machen. Warte. Hier habe ich reine Pommes und einen Burger teurer für 12 Euro, ne? Leute, bei dem Burger, ne? Gut schwer. Schaut euch den mal an. Hat der die 12 Euro verdient? Ey, das wiegt locker ein Kilo, okay, für 600, 700 Gramm. Boah, der sieht guckt euch das mal an. Aus. Der Burger sieht auch krass aus. Ich schneide mir mal ein Stück hiervon raus. Das Leute, ihr wisst, ihr schneidet die Burger natürlich nicht durch. Ihr isst den am Stück, aber... Aber ich weiß nicht, wie ich das essen soll. Wirklich? Ich schneide mir jetzt ein Stück vom Burger raus. Oh mein Gott, der sieht so lecker aus. Ich guck mal, was alles jetzt drauf ist auf dem Burger erstmal. Die haben da so viel drauf. Zwiebeln, Essiggurken, Käse, Tomaten, Soßen. Leute, da rein muss jetzt probiert werden. Pommes haben die noch dazu geliefert, separat. Finde ich sehr gut. Die Kartoffel soll jetzt. Ich probiere ein Stück vom Burger aus. Ich habe ein bisschen reingeschissen jetzt, aber egal. Oh, hört euch mal, wie knusprig das ist, der Salat. Oh mein Gott, das ist so frisch, was er war. Oh mein Gott. Chip, ich sage euch nur eins, der Burger. Ey, das schmeckt richtig lecker, Abi. Also keine Ahnung, was das für eine Soße ist, aber Abi, diese Soße, ne? Das ist extrem viel Soße. Ja, das ist extrem und das ist einfach Kartoffel. Das ist eine ganze Kartoffel einfach gebraten. Ich finde das voll geil. Keine Ahnung, was auf dem Fleisch drauf ist, für ein Gewürz. Das soll ich mal irgendwas drauf. Das ist Rinderfilet, hat mir bestellt. Also das schmeckt, probier mal, Abi. Das ist wie ein Steak gemacht. Das ist hier nur, das ist ein bisschen well done, nicht komplett. Das schmeckt unnormal geil, Abi, vertrau mir. Ich glaube, mit dem Salat zusammen wäre das noch krasser. Da ist Cocktaildose drauf, oder? Ich schneide mal ein Stück vom Burger ab. Aber muss man das da reintun oder was? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist so ein Kartoffelsalat-mäßig. Probier du mal ein Stück vom Burger. Leute. Das schmeckt unnormal geil, Abi, vertrau mir. Das Fleisch ist zwar fast... Probier erstmal, was ist das für eine Soße, will ich mal gerne wissen. Die Soße schmeckt unnormal lecker, ich weiß, was das für eine Probier Soße ist. Probier erstmal nur die Soße. Probier den Burger jetzt. Boah, sehr cremig, sah nicht. Boah. Leute, die Soße ist richtig lecker. Oh mein Gott. Der Burger ist krass, ne? Der ist echt 5 von 5, ne? Boah, das Fleisch ist extrem zart. Oh mein Gott, wie zart ist das Fleisch, Jan? Ja, ja. Wow. Die Kartoffel schmeckt auch richtig nice. Leute, ich suche gerade was, worüber man meckern kann, ne? Aber vielleicht ist die Kartoffel nicht durch, weil die extrem groß ist. Wir gucken mal. Perfekt. Hey, der Burger ist einer der geilsten Burger, die ich gegessen habe, ne? Ich überlege gerade. Ein bisschen Salz wäre nicht schlecht, hier drauf noch, wegen der Kartoffel halt, weil
Und schmeckt die Kartoffel halt nach nichts so einfach. Guck mal, mit der Soße geht's klar. Der Salat schmeckt auch voll geil. Hm. Das ist eine Soße, das ist einfach Sour Cream, glaube ich. Aber das ist so sahnig, das kann nicht Sour Cream sein. Das ist auch so Käsesoße-mäßig. Ich weiß auch nicht, aber Leute, das Fleisch hier, ne? Käse-Sahnesoße mit Sour Cream vielleicht? Keine Ahnung. Also die Soße ist oben nochmal geil da. Das Fleisch ist geil, die Kartoffel ist geil, der Burger ist geil, alles schmeckt lecker. Sind die 5 Sterne berechtigt? Ja. Leute, ich finde auch. Also geschmacklich kann geht's halt immer besser, aber so, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja. Das ist irgendwo anders, jetzt in Duisburg vor allem besser schmeckt. Ihr müsst halt beachten, Leute, Duisburg hat jetzt nicht die geilsten Essensreden, muss man ehrlich sagen. Ja. Egal, Leute, das war's, glaube ich, schon mit dem Video, Abi, oder? Es war ein sehr, sehr schnelles Video, aber wenn euch das Video gefallen hat, sorry. Like, Abo. Aktiviert die Glocke, schreibt rein, was wir gerne als nächstes machen können, auch für das schlechteste Restaurant, mit der meisten, das teuerste Restaurant. Irgendwas testen sollen. Wir fahren jetzt erstmal bald in den Urlaub, kommen wieder. Vielleicht können wir da auch noch das Beste Restaurant probieren. Wird zu klein? Ja. Können wir machen. Wird dann auch nicht so teuer für uns. Aber man müsste in die Kommentare schreiben, dass wir das rechtzeitig sehen können. Ne? Deswegen schreibt es euch rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.